heute muss ein bisschen Spaß erlaubt sein. Und ich glaube, Sie sind der gleichen Meinung wie ich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und es geht wieder um viel Geld heute. Einige Herrschaften werden heute 500 Euro bekommen, viele vielleicht nicht, denn wir haben heute wieder die Intelligenzbolzen der Nation versammelt. Also auf der linken Seite die beiden Gegen Herren. Mich jetzt, oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn man so hinguckt, Bastian, ich meine, da sind ja so nicht, also Feuerstein, Uecker und Hoeker sind ja nun mal diejenigen, die eine große Trefferquote haben. Also ich meine jetzt hier bei Genial Daneben. Ja. Ja. Du möchtest sagen, dass ich hier nur die Pfeife bin, die nicht... Ich freue mich immer so, wenn du da bist. Ja, das ist, aber es ist wirklich so, als, seitdem ich hier sitze, habe ich noch nie was gewusst. Das muss man ja. Doch. Ich habe nie was gewusst. Doch. Was wäre denn diese Sendung ohne mich? Ein gottverdammter Erfolg! Pass auf, das wird sich jetzt ändern. Was? Mit der ersten Frage. Ich weiß es. Ja, natürlich. Ich weiß, dass du sofort sagen wirst, ich muss scheiße. Okay. Wir fangen vorne an. Rudi Eich wohnt in Gumsheim. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Und Rudi möchte wissen, was ist der sogenannte Torkelbogen? Könnte ich zahlen, bitte? Der Torkelbogen? Der Torkelbogen. Torkel von Torkeln. Das ist aber etwas, was es nicht nur in Gumsheim gibt. Das gibt es nicht nur in Gumsheim. Ein Torkelbogen. Ein Torkelbogen. Ja, irgendeiner besoffen ist und den Bogen nicht raus hat, wie man hinfällt. Sag ich jetzt einfach mal. Ach, bei der Polizei, dass man halt nicht nur eine gerade Linie malt, wo einer lang, sondern auch noch einen Torkelbogen. Aber sagt, torkeln Sie hier entlang, ja, genau. Ne? Wenn Sie hier lang torkeln, dann haben Sie den Führerschein nicht verloren. Richtig. Die sind clever, die Cops. Bleibt mal bei der Polizei. Okay, mein Fehler. War ich das? Ja. Du hast einen guten Lauf. Ja, bei der Polizei. Gibt's aber nur, damit Sie sich wieder auf unsere Kosten amüsieren können? Oder war das es geht um Polizei. Ich bin heute ein ganz ernsthafter, innerlich eingekehrter Mensch und sage, es geht darum. Ja. Also der Torkelbogen ist etwas, was die Polizei verwendet und wir bezahlen das mit unseren Steuergeldern. Alles, was die Polizei verwendet, bezahlen wir mit unseren Steuergeldern. Ja, ich habe es bezahlt und noch nicht kennengelernt. Ein Torkelbogen. Was könnte das denn sein? Meinst du ein Folterinstrument oder sowas? Ah. Ist das wieder im Kommen? Du hast eben A gesagt, ne? Ich habe A gesagt. Ja, du hast A gesagt. Aber vielleicht ist das die Art und Weise, wie sich Polizisten einem sehr betrunkenen Zeitgenossen nähern müssen, der torkelt. Zum Beispiel. Es ist eine Art der Festnahme. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja, was heißt zum Beispiel? Ja, wie? Wie nähern Sie sich? Ja, so, dass Sie eben selber nicht verletzt werden. Also wenn Sie jetzt nach der dritten Flasche Uso. Ja. Ne? So auf dem Ring torkeln. Kann ich nicht mehr, lieg ich. Oder so. Ja. Genau, also die Art, wie sich der Polizist an den Delinquenten anschleicht, wenn er betrunken ist. So, nicht der Polizist, nicht geradlinig. Der andere. Ja, da macht man einen Bogen, ne, dann schnappt man ihn. Warum denn? Das immer, ja, weil der brechen muss. Weil man ihn verhaften will. Weil man ihn schützen will. Ja, aber da kann man doch einfach auf den zugehen und sagen, hör auf zu brechen. Prost. Ja. Zum Beispiel. Das ist wenn doch jemand torkelt mit so einer Flasche Wein in einer. Das ist ja sehr gefährlich für einen Polizisten. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Also die Frage ist, geht es nur um besoffene Delinquenten, auf die sich die Polizei zu bewegen? Oder ist es generell ein Bewegungsmuster der Polizei? So wie dieses, frei, okay, hat, 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 frei, okay. Und dann kommt Derek rein und sagt, der ist es. Einfach nicht unterbrechen. Also generelles Bewegungsmuster der Polizei oder nur für den Zustand mit Besoffenen? Weder noch. Das heißt, wir sind wir waren doch schon wir sind also auf der falschen Fährte, wollen Sie sagen. Momentan schon wieder, ja. Das ist ja super. Aber wir waren auf der richtigen. Also aber ihr habt das Wort Polizei gesagt. Da habe ich gesagt, macht doch mal weiter. Okay, also es hat nichts mit Betrunkenen zu tun, es hat nichts mit... Das habe ich nicht gesagt. Okay, es hat was mit Betrunkenen zu tun. Der Polizist ist betrunken und versucht, jemanden festzunehmen. Nein, der Torkelbogen. Wir denken immer an einen Bogen. Aber es gibt ja auch den Bogen. Papier. Was soll das jetzt heißen? Ja, da sind die ganzen Fragen drauf, die man Besoffenen stellen muss, um herauszufinden, ob die besoffen sind. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Da stehen so schöne Fragen drauf wie Beobachtung beim Anhalten oder Antreffen, körperliche Auffälligkeiten, keine, Schweißausbruch, Zittern, Unruhe, Erbrechen,
Aussprache deutlich, silbenstolpern, verwaschen, lallend. Da bin ich aber besoffen gerade. Ja. Sehr schön ist auch Ansprechbarkeit, Orientierung. Schläfrig, leicht aufweckbar, tiefschlafend, bewusstlos, orientiert oder verwirrt. Es klingt wie die Autobiografie von Dieter Bohl. So ist es. Der Torkelbogen. Sehr schön. Also, Rudi, es tut mir leid, aber das hat unser Streber wieder gewusst. Immer. Aber nur aus Versehen. Nur aus Versehen. Axel Feldmeier, er wohnt in Taunusstein in Hessen und Axel möchte gerne wissen, warum wird im Mainzer Fußballstadion jedes Jahr im Juli für ein paar Stunden ein Planschbecken aufgestellt? Ein Planschbecken? Ja. Damit die Spieler sich mal waschen. Im Juli. Und, ja. Oder die Hunde der Spieler? Na, die wollen nicht die Waschanlage, wurde, ne? Und zwar ist Mainz ja bekannt, keine Ahnung wofür, aber was für anderes. Und zwar war da früher ein Naturschutzgebiet, wo Zugvögel regelmäßig vorbeikamen, so. Um dort kurz sich hinzusetzen, bevor sie woanders ihre Eier abgelegt haben. Das haben die jetzt genetisch drinne. Jetzt ja, haben die Mainzer oder die Zugvögel? Nein, die Zugvögel. Und jetzt gut, müssen die das dahin bauen, damit die wieder da ihr Biotop finden. Machen da Wurzel und fliegen weg und legen irgendwo Eier. Aber warum im Mainzer Fußballstadion? Ja, weil die weil da früher ein See war. Weil da ein See war. Also, und die haben das genau darüber gebaut. Weil das früher ein Teich war. Das Fußballstadion war früher ein Teich. Dort, wo das Fußballstadion heute steht, ist ein... ganz früher. Die können mit ganz diesen früher. Großen Dia-Projektoren, die so von oben von den Scheinwerfern runterkommen, auf die Spielfläche schreiben, Vögel hier rein. Vögel hier rein? Ja, weil es geht um Zugvögel, die da. Ich dachte, das wäre eine Aufforderung. Nein. Also dieser Verein heißt doch Mainz 04. 5. Nennt mich Carmen und Thomas, ich wollte gerade sagen. Naja, ich dachte halt Planschbecken. FSV Mainz. 05. Kein 05 hinten? Egal. Die, vielleicht brauchen die das Planschbecken, weil sie viel Wasser brauchen, weil sie einfach das Emblem neu malen. Im Juli ist ja Pause und dann malen sie das Emblem auf dem Rasen oder auf dem Malen Platz. Sie mit Wasserfarbe, deswegen brauchen sie so viel Wasser. Aber es hat ja nicht unmittelbar... Nein, wir waren ist ja wirklich in der Zeit, wo die nicht spielen. Die sind ja nur gerade auch aufgestiegen. Juli ist ja kein Bundesliga. Das heißt, in vielen Stadien sind ja auch Open-Air-Konzerte und so Späße. Da ist ja kein Fußball. Richtig. Das heißt, da steht ein Planschbecken. Genau, das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Fußball überhaupt zu tun, sondern nur mit der Location. Eventuell. Während das Planschbecken da steht, ist da auch Publikum ansässig in dem Stadion? Ja, ich weiß es. Ganz viel. Du weißt wofür. Du weißt es ich längst. Weiß es längst, ja. Ja. Nein, doch, ich sag's dir. Bitte. Ich sag mal, religiöse Zeremonie. Welche? Baptistentaufe. Es ist eine Taufe. Von wem? Ja. Von den Baptisten. Leuten, die sich gerne in einem Planschbecken in einem Stadion taufen. Namen brauche ich. Klaus, Willi. Na komm, jetzt sei nicht so zickig. Muss jeder selber entscheiden, wie die Kinder heißen. Ne? Das ist keine Religion, das ist am Ende eine Sekte. Es ist, naja, es ist Mormonen. Die Mormonen. Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas. Die Aktion findet nicht nur in Mainz statt, auch in anderen deutschen Städten, auch in anderen Stadien. Aber in Mainz an zwei Juliwochenenden im Stadion, wie gesagt, des FSV Mainz. 12.000 Besucher ungefähr schauen dann dabei zu, wie 50 Männer und Frauen in Badebekleidung in ein Planschbecken springen, um sich taufen zu lassen. Zeugen Jehovas. Das sieht dann so aus. Nee. Kann ich das mal zeigen? Können Sie es bitte rumgeben lassen? Ja, natürlich. Ich würde es nur gerne den Damen und Herren zu Hause auch zeigen, damit die dann sieht aus wie eine Taufe. Bilder, die niemand sehen will, ne? Ja. Fantastisch. So sieht das aus. Ja, Axel, Mensch. Das tut mir leid, aber wir haben heute wirklich die intelligenteste Mahlzeit. Mein Gott. Ich hab's benossen. Sie haben's benossen. Ja, natürlich. Unfassbar. Unfassbar. Ja, wir kommen zu Christa Raschke. Sie wohnt in Glienicke in Brandenburg. Und Christa möchte Folgendes wissen. Warum mögen es die Hunde? Im Englischen Rotham Heath. Rotham Heath. Gar nicht, wenn Herrchen sie mit zur Tankstelle nimmt. Ja, wegen der Aussprache. Ne? Das ist ihnen einfach unangenehm. Rotham Heath. Also in Rotham Heath hat man gesagt, Hunde dürfen nicht mit auf die Tankstelle gehen. Also jetzt so ein Schild, Handys verboten, Eis verboten, Hunde verboten zum Beispiel. Warum? Ja, das ist ja jetzt noch nicht mehr mein Problem. Ich glaube, es gibt nur eine Tankstelle, und bei der ist etwas ganz Besonderes, was Hunde richtig scheiße finden. Zum Beispiel Katzen. Genau. Aber das finden die ja gut. Das mögen ja Hunde. Wenn die Hunde mit zur Tankstelle kommen, also das wenn Herrchen die Hunde im Englischen Rotham Heath zur Tankstelle mitnimmt, dann mögen die Hunde das überhaupt. Vielleicht arbeitet der Tankwart auch als Abdecker.
Ja, absolut. Ja, ihr selber? Ja. So als Nebenverdienst. Man verkauft ja nicht viel Benzin in so einem kleinen Ort. Genau. Wollen Sie tanken oder soll ich Ihren Hund umbringen? Gibt's so Leute? Beides. Ja, beides. Und zwar in der Reihenfolge. Ja. Ja. Nee. Hund und Diesel. Ja, warum? Warum? Ja. Warum mögen aber die das? Aber ich darf mal kurz fragen, ich finde ja Hunde generell scheiße. Ja. Die Frage ist doch, ja, ich wag mich weit raus. Die Frage ist doch, warum finden Hunde es hier denn in Deutschland super, mit zur Tankstelle zu dürfen? Ja. Darf ich das mal kurz wissen? Überhaupt, ne? Weil vielleicht, ja, weil der Hund schnüffelt gern. Also vielleicht nimmt er sich ein Näschen da an der Säule. Ja. Ja, aber die wollen es ja eben nicht. Die Hunde in diesem Ort möchten ja eben nicht mit zur Tankstelle richtig genommen werden. Richtig, die mögen das nicht so sehr. Während es den anderen Hunden vielleicht in Europa wurscht ist. Gibt es, was gibt es, was Hunde nicht mögen? Irgendwie über Gitter laufen, Stromschläge. Basti. Basti, ne? Ja. Wohnst du da? Ich wohne, ja, das muss es sein. Nein, ich habe keine. Ich frage mich, ob Hunde vielleicht vor bestimmten Tieren, größeren Tieren als sie es sind, besondere Angst haben. Und der Tankwart da vielleicht Lamas oder Giraffen oder Elefanten Lama hält. Oder so einen dicken. Einen Löwen. Nein, sagt ja, er das. Der hat so einen dicken Esso-Tiger auf dem Dach. Genau, da hatte die Hunde ich sogar, Angst. Da hatte ich sogar selber. Nein, diese riesengroßen, ja, die man so aufpusten die Plastikkiste kann. So, die werden zwischendurch irgendwie aufgepustet und dann macht er so. Dann ist der oben fertig und die Hunde alle. Oh, mach mal weiter. Ist falsch, aber mich interessiert es. Nee, nee, eben. Und was Hunde ja auch überhaupt nicht mögen, ist Knallen. Also selbst Jagdhunde sind ja an Silvester völlig hysterisch, also, wegen der Knallerei. Also die schießen vielleicht das Benzin an. Pop, pop, pop. Nein, wenn der heiße Hexeautomat fertig ist, macht es puff oder sowas. Das könnte heiße Hexe, heiße Hexe. Muss ja irgendwas sein, was gerade Hunde hysterisch macht oder was die gar nicht mögen. Also zum Beispiel, wenn jetzt man Katzen mit hinnehmen würde, denen wäre es wurscht. Also ich glaube nicht, dass alle Hunde Angst vor Katzen haben. Es gibt bestimmt. Nein, ich meine jetzt, nein, wenn Katzen, also da ist, so, an der Tankstelle ist nichts, was Katzen jetzt irritieren würde. Es geht speziell. Bin darum, ich jetzt überfragt. Ich glaube nicht, dass da einer schon seine Katze mitgenommen hat. Vielleicht ja, aber ich glaube, dass die das auch nicht sehr schön finden. Könnte ich mir vorstellen. Aber in erster Linie geht es um Hunde. Also da ist irgendwas Spezifisches ist an der Tankstelle. So. Ein Tier, das dort ist, außer dem Hund, das die fürchten. Vielleicht hat der Tankwart auch ein Tier, keine Ahnung. Kann aber sein. Das ist nicht der Grund. Vielleicht ist ein Geruch. Hunde mögen doch keinen Geruch. Also die bestimmt mögen schon Geruch. Also die Duftbäumchen meinst du? Vanille, Erdbeer? Ja. Das ist nicht unser Ding. Diese Tannenbäume, wo man die Plastikdinger abziehen muss, sieht super scheiße aus. Und stinkt wie Sau. Ja, ja. Ja, aber ja, sehr schön. Das kann vielleicht sein, dass die anfangen. Aber die, ich meine, sag mal, jetzt mal ohne Quatsch. Du bringst einen Hund mit zur Tankstelle, der darf doch eh nicht da frei rumlaufen. Der bleibt doch im Auto. So. Deswegen verstehe ich es nicht. Ansonsten würde ich auch sagen, der hat da vielleicht Pfeffersäcke und die Hunde schnüffeln sich da an Wolf und hüpschi. Weißt du, kommen an den Pfeffersack und sind gebeutelt. Der Hund an sich. Ja, ja. Hübschi. Ist mir schon klar. Ist die Tankstelle ja, also wir haben ja die ganze Zeit das Bild einer fest installierten Tankstelle. Vielleicht ist es ja sowas wie eine Tankstelle auf einem Fahrzeug und die bewegt sich die ganze Zeit oder auf einem Schiff. Und die, oh, Entschuldigung. Ach nee. Die fliegende Tankstelle von Gotham City. Heute in Sat 1. Oder was soll das jetzt sein? Ja. Ja, keine Ahnung. Nee, vielleicht ist die Tankstelle unter Wasser oder an einem ungewöhnlichen Ort. Nein. Ganz normale Tankstelle. Ganz normale Tankstelle. Liegt normal an einer Straße. Denke ich mal an. Ich meine, wenn die im Wald wäre, wäre es albern. Aber eine Zwischenfrage ist doch erlaubt. Handelt es sich wirklich um eine Tankstelle oder um alle Tankstellen? Ich glaube, es gibt da nur eine. Absolut richtig, mein Fehler. Es gibt nur eine Tankstelle und es gibt nur einen Metzger. Und das ist der Mann in einer Person. Und der Hund an sich. Oder der Hundefänger des Ortes. Der Hundefänger des Ortes. Oder da ist das Tierheim auch. Das Tierheim, genau. Auch falsch. Ja. Hat auch nichts mit Würstchen lecker einspeicheln zu tun. Nein. Einspeicheln. Ich verstehe ja so Hunde sowieso nicht. Ich auch nicht. Wenn die mir die Schnauze in den Schritt rammen, bin ich sehr müde. Ja. Obwohl ich da ja schon dankbar bin. Besser als nichts. Verzweifelt. Aber man kann ja mit. Was ist los? Der verkauft auch Maulkörbe, dieser Tankwart. Vielleicht flackert die Lampe, da ist die. Also es liegt nicht an Tieren, es liegt nicht am Menschen, ne? Es muss ein bisschen Geräusch. Uns geht die Elemente aus. Ich glaube, ein Geräusch oder ein Licht. Vielleicht Geräusch finde ich gut, die hören das. Geräusch, so, Geräusch finde ich gut. Waschanlage, die Waschanlage macht viele Geräusche, genau. Da ist ein Geräusch, was Hunde nicht wechseln können, Herr Ball. Der Tankwart hat einen knalllauten Tinnitus im Ohr. Der ist so laut, dass die Hunde durchdrehen. Dass die anderen den hören, genau. Ja, oder sind das diese neuen Automaten, die ich schon... Es ist eben schon ein sehr interessantes Wort gefallen. Ich möchte aber nicht weiter darauf eingehen. Das Wort und. Hund. Und. Das passt. Hunde hören... Also welche... Moment. Geräusch. Hunde hören ja Geräusche, die wir nicht hören. Ja. In diesem Bereich spielt sich dieses Geruch ab. Nein. Gut. Warum also, hat ein Geräusch, Geruch und weil Licht? Das so ist. Weil das Wort Geräusch gar nicht entscheidend ist. Richtig. So, bitteschön. Geruch? Nein.
Licht. Ich werde es euch sagen. Ich sag's euch jetzt einfach. Wir wollen es nicht wissen. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Antwort sehen, gucken Sie, was unten eingeblendet wird. Nächste Frage, Herr Ball. Also, ich sage es euch. Ich sage es euch. Waschanlage ist gefallen. Aber an dieser Tankstelle macht Herrchen nicht nur einen Tank voll, sondern fährt auch noch durch die Waschanlage. Und der Hund darf vorher aussteigen und findet es gar nicht witzig, was dann passiert. Er wird nämlich selber nass gemacht in der ersten automatischen Hundewaschanlage der Welt. Oh nein. Die Prozedur dauert 10 Minuten. Der Hund wird zuerst abgeduscht, maschinell schamponiert und anschließend unter einem Gebläse trocken gefüllt. Und wegen des großen Erfolges sollen demnächst weitere Hundewaschanlagen eröffnet werden. Alles vollautomatisch. Und das läuft parallel, während Herrchen im Auto Herrchen, durchfährt, kann Herrchen, es parallel nebenan sehen, wie der Hund so... Kann man da auch so seinen Partner oder One-Night-Stand mal durchschicken? Alles, kann man alles. Warum ich mögen find, das Hunde denn nicht? Sind Hunde? Ja, weil Hunde generell alles so, was, also wenn sie an Shampoo an ihnen rumgefummelt wird, also wenn die ins Wasser gehen, tun die das freiwillig, dann möchten die aber auch schwimmen. Also so mit Duschen und so finden die gar nicht lustig. Und schon gar nicht so auf diese Art und Weise. Ich stelle mir es besonders schön vor, wenn der trocken geföhnt wird. Das würde ich gerne mal sehen unter so einem Teil. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn der Hunde- und Wagenbesitzer die Waschanlagen vertauscht. Ja. Gibt's großen Ärger. Aber jetzt gibt's 500 Euro für Christa aus Klinike. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Sehr gut. Genial, aber nicht daneben. 15. Sat 1 zeigt ein. Wir kommen zu Oliver Möbius. Er wohnt in Berlin und Oliver Möbius möchte wissen, was versteht man unter einem Spuckschutz? Oh, das sind die Kameraleute bei Katja Burkhardt, Punkt 12. Die haben das ja immer. Da werfen sich noch Leute dazwischen, meinst du? Oh, jetzt bist du aber gemein. Da kommt Komm. Wieder was! Sie muss wieder Sackgasse sagen. Ja. Spuckschutz. Spuckschutz. Spuckschutz? Ja, was könnte das sein? Also, das ist, glaube ich, nicht dieser normale Mundschutz, um das mal kurz abzugrasen, von was Zahnärzte haben, damit sie nicht, wenn sie das riechen, was sie behandeln, entsprechend kommentieren. Wer sagt das? Ich sage das, ja? Dass das nicht so ist. Ja? Und Sie sagen, machen Sie mal weiter so, dann weiß ich, dass das falsch ist. Genau. Aber wir sind beim Zahnarzt, in der Zahnarztpraxis. Ich wäre jetzt gern dort. Nein. Sind wir nicht. Ich glaube, das hat mit Sport zu tun. Also Spuckschutz? Spuckschutz. Es gibt ja immer die Speinnatter. Das ist eine Schlange. Die Speinnatter heißt das. Ich habe selber 4 davon. Und die lähmt oder tötet ihre Opfer, indem sie immer in die Augen speit. Ne? Du kennst das auch, hast auch eine. Ja, ich bin auch verheiratet. Und, ja. Und, das gibt Ärger. Ja. Aber ich finde das gut, dass du irgendwie bei den Reptilien, das finde ich sehr gut. Es ist also falsch. Nee, ich finde es gut. Ja, aber nur damit wir weitermachen und Sie sagen können, völlig falsche Richtung. Genau, aber ich finde es trotzdem. Ist auch ein interessantes Thema jetzt vom Herbert mal angeschnitten. Aber es hat mit Tieren zu tun, darüber sind wir uns einig. Es hat mit Tieren überhaupt nichts zu tun. So. Ja. Also es gibt ja auch Kamele, die spucken ja auch ganz enorm. Ja, Lamas zum Beispiel. Ein ganzes Land schützt sich. Kurze Frage, gibt es die nur in Deutschland? Kennen wir alle. Jeder kennt den. Jeder, der hier sitzt. Sind das vielleicht die alten Haare von Rudi Völler, damit man es nicht direkt in den Nacken kriegt? Bei alten Haaren greifst du dir an den Kopf? Ist das der am Mikrofon vielleicht einfach? So ein Spuck? Ja, das ist es. Jawohl. Der Pümpel am Mikrofon. Ist es am mich, sonst würde er nicht schlagen. Doch, ist es. Falsch. Der Popschutz heißt der Popschutz. Ja, Popschutz, nicht genau. Pop. Oder noch Popschutz ist wieder was anderes. Popschutz nennt man Kondom. Ja. So, aber auch das weiß er aber nicht. Nee, du kannst das nicht. Sagt euch, er ist zu klein hier. Dafür. Heterosexuelle Zwergenschule. Also, Spuckschutz. 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 Was versteht Spuckschutz. Man unter einem Spuckschutz? Ein Spuckschutz. Mhm. Gut. Wir kennen das alle. Es ist ein Gegenstand. Haben wir das jetzt dabei? Also, eins muss ich fragen: Ist es ein Gegenstand? Was verstehst du denn unter einem Gegenstand? Es ist nichts Angewachsenes. Nein, es ist nichts Angewachsenes. Es gibt auch ganz selten angewachsene Spuckschutzeinrichtungen. Haben wir das, ja, es ist ja auch eine Vorsteherdrüse. Im Augenblick? Also. Nein, nicht. Nein. Die Frage ist: Schützt es, also wenn ich es benutze? Den Spucker oder den Bespuckten? Genau, du hast das besser formuliert.
Ich war noch nicht mit den Worten nicht da alle da. Schützt es den Spucker oder den Bespuckten? Also, ich frage mal die Kompetenz. Ich glaube den Bespuckten. Wir wissen doch gar nichts, Freunde. Wir brauchen doch keine hypothetischen Fragen zu stellen, Freunde. Das bringt doch alles nichts. Ich finde, wir brechen die Sendung an dieser Stelle ab. Ich habe das Gefühl, das bringt alles in Kopf. Das bringt nichts. Hör mal auf. Hat es was mit einem Motorradhelm zu tun? Nein. Mal kurz nachdenken. Nein. Hat es was mit dem Auto zu tun? Mal kurz nachdenken. Oh, Sie gehen mir auf den Sack dabei. Spuckschutz. Wie, aber ich finde Spucken im Sinne von Spritzen gar nicht so dumm. Also, dass man irgendetwas Sie wird auch gelogen, wenn Frau von Sinn sagt, Sie gehen mir auf den Sack. Ja. Auf den Tränensack. Ja. Sowas, also vielleicht gibt es das bei der Eisengewinnung. Und zwar, da gibt bei es... Wem? Bei der Eisengewinnung. Ich kennen wir das auch alle. Da ist, wenn du das nicht vorhin mit dem Torkelbogen gelöst hättest, würde ich nicht zuhören. Vielleicht ist es, wenn wir das alle kennen, müssen wir doch viel primitiver denken jetzt. Viel ja, das mehr, dürfte aber euch ja nicht schwerfallen. Ich überlege gerade, ob es etwas ist, wenn man zum Beispiel etwas aufbläst oder so, dass da eine Vorrichtung im Luftballon oder irgendwie in der Trillerpfeife oder so, ja, damit das, man die Spucke... Das ist super. Da bleibt das dran hängen. Oder im Ventil oder so, damit die Spucke da nicht reinläuft, wenn man es aufbläst. Danke. Oder bei einer Luftmatratze auch oder bei sowas. Musik, Trompete. Ja, oder bei der Trompete. Ja, das kennen wir auch wieder nicht alle. Es ist in der Luftmatratze, Herr Balder. In der Pfeife. Eine Trillerpfeife. Auch nicht. Eine Musikinstrument. Eine Zigarette. So, wie heißen Filter? Schon gar nicht. Wie heißen diese kleinen Dinger, die die Babys in den Mund kriegen? Diese kleinen Schnuller. Heißen die nicht im Schnuller? Schnuller. Kann das nicht ein Spuckschutz im Fachbegriff sein, wenn ich es kaufe? Nein. Ein Schnuller ist ein Spuckschutz im Fachbegriff. Ja, hätte das sein können. Ja, damit Kinder nicht dauernd spucken. Diese aggressive Art verbitte ich mir. Ja. Ja. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Pastel. Ja. Okay. Irgendwie beim Küchen. Ich werde es euch sagen. Ich sag's euch einfach. Ja. Nehmen wir mal an, wir wollen einkaufen gehen. Also ich habe jetzt Hunger und sage, ich möchte einkaufen. Dann gehe ich in den Supermarkt und sage, ich hätte gerne davon der Wurst und da. Und die Wurst ist hinter Glas oder hinter Plastik. Ich bin der Einzige, der drunter hergucken kann. Laut Lebensmittelgesetz müssen Abdeckungen aus Glas oder Kunststoff an Theken sein, wo Lebensmittel liegen, damit die nicht bespuckt werden. Und das ist ein Spuckschutz. Und während Hoeker weint, sage ich Oliver Möbis aus Berlin, herzlichen Glückwunsch, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Eine großartige Frage von Katharina Göpfert. Sie kommt aus Warendorf, ist aber heute Abend hier. Wo? Und da sitzt sie. Katharina, auf der Treppe. Schön. Ja. Halt die günstigeren Plätze. Natürlich. Ich bin sehr gespannt, Katharina. Eine sehr schöne Frage. Ich bin sehr gespannt. Es geht um 500 Euro bar auf die Hand. Meine Damen und Herren, es geht los. Hört genau zu. Warum sollte unter Ronald Reagan Ketchup per Gesetz zu Gemüse erklärt werden? Ketchup. Tomatenketchup, ja, wie wir es kennen, sollte zu Gemüse erklärt werden. Unter Ronald Reagan. Warum? Naja. Du fängst verdammt spannend an. Ja. Sagen wir mal so, die haben ja auch Metallschrott zu gefährlichen Waffen erklärt. Also insofern... Und Schauspieler zu Präsidenten, meinst du? Ja. Ist dasselbe. Ja, ja, genau. Tja, warum sollte unter Ronald Reagan Ketchup per Gesetz? Ja, warum unter Ronald Reagan? Man könnte ja jetzt wieder denken, Zollbestimmungen oder steuerliche Gründe. Aber warum unter Ronald? Was hat der für einen Vorsprung? Vielleicht hat der besonders gerne Hamburger mit Ketchup gegessen und es würde das billiger machen, wenn es Gemüse wäre, oder? Kann es sein, dass es damit zusammenhing, es ging um Subventionen für die amerikanischen Bauern? Weil in den 80er Jahren war das das große Thema. Denen ging es ganz schlecht. Lass uns doch Sie fragen. Aber da wird doch nicht angebaut. Viel einfacher. Der Ketchup wird doch nicht angebaut. Aber vielleicht ist es... aber Moment mal, was ist denn Ketchup sonst? Natürlich wird Ketchup vorher angebaut, das sind doch Tomaten. Was soll denn da sonst vorher drin sein? Aber ich meine, Ketchup wird ja nicht als Gemüse deklariert. Auch ich bei schon. Uns. Ja, bei dir, ja, natürlich. Ja.
Aber das ist ja nicht der Fall. Ketchup läuft ja nicht unter Gemüse. Das hatte mit einer Vorliebe von Ronald Reagan zu tun. Welcher? Sagen Sie einfach mal ja oder nein, Herr Walter. Welcher? Wenn ich jetzt irgendwas sage, sagen Sie nur wieder nein. Welcher Vorliebe? Er wollte essen. Seiner Vorliebe für Ketchup. Ja, warum sollte es dann zu Gemüse erklärt werden? Ah, vielleicht. Ich will einfach erst mal hören, ob es mit einer Vorliebe von Ronald Reagan zu tun hat, damit es unter Ronald Reagan zu diesem Umdeklarierungsgedöns kommen sollte. Sagen wir es mal so, eher nicht. aber wir sind genauso weit wie vorher. Aber seine Frau Nancy. Seine Frau Nancy. Die wollte das, ne? Das wolltest du doch damit sagen. So. Sie auch nicht. Ne? Seine Frau Nancy, wie nennt sie ihn denn jetzt? Seine Frau Nancy hat damit gar nichts zu tun. Er hat doch Western gedreht. Vielleicht wollte er die Filmbranche unterstützen. Und wenn das zu Gemüse erklärt wird, ist es billiger als Filmblut, wenn man Ketchup benutzt. Was? Ich finde das gar nicht. Das war gar nicht so schlecht. Das war katastrophal. Ich habe auch nichts verstanden. Wir schneiden. Ja, Herr Walder, das aber ist ein Problem, das kann ein Neurologe behandeln. Wir haben das es sehr steckt gut verstanden. Es ein finanzielles oder juristisches Problem dahinter. Nein, es geht um eine Vorliebe. Da hat er ja schon, finde ich, so ein bisschen. Ja, aber Vorliebe. Ja, bei Reagan hatte Vorliebe für Vorliebe bedeutet, er hatte mal eine Zeit lang eventuell irgendwelche vielleicht Gewichtprobleme, Abnehmprobleme, und haben ihm die Ärzte gesagt, er soll viel Gemüse essen. So. Worauf er gesagt hat, ich bin ja nicht bescheuert, da ich gerne Hamburger esse, lasse ich einfach Ketchup zu Gemüse deklarieren. Darauf wollen wir hinaus. Das ist natürlich völlig falsch. So, deshalb kommt jetzt die richtige Antwort, meine Damen und Herren. Er war einfach Vegetarier und wollte trotzdem weiter Ketchup fressen. So, er hatte seinen Kumpel Paul Newman unterstützen wollen, weil Paul Newman hat doch so eine Dosenfabrik mit so Tomaten und so Geschichten, hat auch Ketchup hergestellt. Und Popcorn, genau. Das hilft mir aber überhaupt nicht weiter. Dennoch ist es so, dass er gesagt hat, den alten Paul, dessen Filme habe ich gerne gesehen, wie zum Beispiel, weil ich hier auch einmal was richtig erklären möchte. Du schaffst das nicht. Ja, ich weiß. Katharina, kleine Hilfe werde ich geben. Das Wort ist schon gefallen. Es hat was mit finanziellen. Ja, ist es ja klar, weil ich meine, auch wenn ich gerne Schokolade esse, dann fange ich doch nicht eines Tages an, Schokolade Joghurt zu nennen. Da habe ich ja nichts von. Er wollte ja nicht, dass Ketchup Gemüse genannt wird, sondern per Gesetz zu Gemüse erklärt. Genau, weil Gemüse damit irgendwie subventioniert wird. Damit also, es mit Gemüse-Hamburgern zusammen verkauft werden kann, in einer Steuerklasse. Das ist es nämlich. Was? Damit es mit Gemüse haben? Aber du verstehst ja gar nichts. Nein, da spreche ich Millionen Zuschauern aus der Seele. Was? Ne? Das ist alles, was ich höre. Jetzt tut er wieder so, als hätten wir es falsch gesagt. Dann macht mir echt keine Lust mehr. Ja, genau. Weil Gemüse in irgendeiner Form weniger Umsatzsteuer, weniger Steuer, Subventionen, sobald was als Gemüse erklärt wird. Aber warum ausgerechnet Ketchup? Warum? Vielleicht gab es ein Problem nicht? Warum nicht? Mit Europa. Mit irgendwas muss mit man anfangen. Einfuhr, Ausfuhr, Beschränkungen, Zoll, Heinz. Ich habe mal ein paar Worte gesagt, die vielleicht damit zu tun haben können. Es gibt einen ganz bestimmten Grund. Es hat natürlich was mit dem Finanziellen zu tun, das ist richtig. Ja. Aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ausgerechnet Ketchup. Weil die Amerikaner, exportieren ja Ketchup, wie doof. Das heißt, wenn sie es als Gemüse erklären und Gemüse exportieren, haben sie weniger irgendwie Zollauflagen oder müssen weniger Zoll bezahlen. Dann dürfen sie es überhaupt machen. Die dürfen es auch so machen. Aber sonst ist es ein Gewürz. Läuft es unter Gewürz. Ja, aber es hat damit mit dem Ausfuhr überhaupt nichts zu tun. Gut, also bleiben wir mal im Land drin. Ja. Haben Sie das verstanden? Vielleicht, wenn wir von Ronald Reagan sprechen, sprechen wir auch von der Zeit noch des Kalten Krieges. Vielleicht konnte man nur so Ketchup irgendwie hinter den eisernen Vorhang bringen. Und das ist eine verdammt harte Waffe gegen die Russen gewesen. Ja, das sag ich. Fertig mit unserem Tomatenketchup. Ganz Europa hatte Brokkoli auf Moskau gerichtet. Ja. Ich erinnere mich noch an den Film. Ich will die Lösung. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Es ging um die amerikanische Tomate. Wenn ihr das hört, ich sag's euch. Das ist wirklich, es ist wirklich unfassbar, aber es stimmt. Also. 1981 gab es eine Gesetzesinitiative mit dem Ziel, Ketchup zu Gemüse zu erklären. Am Ende kam es also nicht dazu. Ketchup ist heute immer noch Ketchup und kein Gemüse. Warum? Grund für diese Gesetzesinitiative war natürlich das Geld, wie wir sagten. Die Regierung Reagan beschloss Anfang der 80er Jahre massive Einsparungen im gesamten sozialen Netz der USA. Sozialen Netz. Gespart werden sollte auch bei der Schulspeisung. In Amerika immer noch für viele Kinder die einzige anständige Mahlzeit pro Tag. Durch das Umdefinieren von Ketchup zu Gemüse glaubte man, so Millionen von Dollar einsparen zu können, weil nämlich ein täglicher Anteil von Gemüse auf dem Speiseplan für Schüler Vorschrift ist.
Wollen wir sie rauswerfen? Das heißt, der wollte den Ketchup als Gemüse verkaufen? Damit er Geld spart. Weil es billiger war, auch wenn da weniger Vitamine drin sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich wahr, ist nicht gelogen. Das ist dreist. Es hat ja nicht funktioniert. Wir können ja alle froh sein. Die Kinder kriegen heute noch was zu essen. Und Katharina kriegt 500 Euro Cash für die wunderbare. Und Sie gerne 500 Euro haben möchten, können Sie uns die schicken in der Unternehmen 50616 Köln oder einfach anrufen 01378 1011 20 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Hilde Hahn kommt aus Köln. Der halbe Hahn. Quatsch. Hilde, ist gut. Spaß gemacht, Späßchen. Hilde! Hilde möchte wissen, was versteht man unter einer Erstöffnung? Oh. Ich will es mal so sagen, die Jungfrau Maria hat es nicht erlebt. Von der falschen Seite. Und bei mir ist es auch ungefähr 20 Jahre her. Also die erste Öffnung. Das heißt, es gibt eine Zweitritt-Viertöffnung. Ja. Natürlich. Und eine Best-of-Öffnung. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, aber ich sehe die ganze Zeit den Papst, wie er die Tür im Heiligen Jahr öffnet. Und zwar zum ersten Mal im Heiligen Jahr. Ich gebe zu, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Und ich glaube, Sie wissen nicht, was ich meine. Doch, aber bitte? Ja, das ist in so sparsamen Haushalten, die sich sehr wenig leisten können, der Adventskalender. Man öffnet ihn im ersten Jahr und dann macht man die Türchen wieder zu und im zweiten Jahr kann man ihn wieder Adventskalender. Das ist dann die Zweitöffnung. Ja. Dritt, viert, fünft. Muss man dann immer wieder auffüllen dann. Ja, genau. Aber da ist was drin. Das ist aber wahrscheinlich schon die Lösung. Es ist eine Tür, die Erstöffnung. Nicht unbedingt. Hat mit einer Tür zu tun. Nicht unbedingt. Aber auch. Auf Fenster vielleicht. Nicht unbedingt. Auch im Mund. Bitte? Ach, vergiss es. Du warst verdammt nah dran. Ja. Hat es wirklich was mit Medizin zu tun? Vielleicht Kaiserschnitt zum Beispiel, dass man... Ja, nee, hallo! Ja, du warst ja nicht mehrfach dann. Doch, natürlich, wenn du einmal Kaiserschnitt hast, kannst du danach kein Kind mehr normal gebären, musst immer wieder die Wunde aufmachen und eine Flache wieder da rausholen. Ja, Sie werden lachen, auch wenn ich Sie jetzt alle auf eine völlig falsche Fährte führe, es hat sogar im Entferntesten was mit Medizin zu tun, ja. Im Entferntesten. Ja. Es könnte aber auch eine Tür sein. Sie sind ja eine große Hilfe. Es muss keine Tür sein. Aber hat es was mit Sterilisieren zu tun? Nein. Mit Rechtsschutz. Mit wem? Ja, wenn es eine Tür sein kann oder was aus der Medizin, dann kann es auch was mit Rechtsschutz. Ja. Das sehe ich auch so. Wie wäre es denn mit, mit diesem ADAC-Köfferchen, mit dem Erste-Hilfe-Köfferchen im Auto? Yes. Johnson, haben Sie die erste Öffnung vorgenommen? Ja. So sprechen die bei CSI immer. Ah, bei Pathologen, eine Leichenöffnung. Zum ersten Mal. Oh, gut. Oder ein Grab. Feiern die jedes Jahr? In einem Grab, auf einem Friedhof. Es gibt eine Erstöffnung und wenn dann... Eine Zweitöffnung und eine Drittöffnung. Ja, wenn nach 20 Jahren die Miete da abläuft, dann wird es wieder... Ach so, ja. Leute drüber gelegt. Oh, das ist sogar sehr interessant. Das ist, nein, das ist es auch. Es ist ein völlig anderes Metier. Hat aber mit der Medizin zu tun. Im weitesten Sinne schon. Aber auch mit Fenstern und Türen. Mit Fenstern und Türen und mit Rechtsschutz. Ich glaube ja, es geht um einen vorher versiegelten Bereich. Sei das jetzt ein Auto, was zum ersten Mal aufgemacht wird, nachdem es über den Atlantik transportiert worden ist. Oder sei es jetzt Es geht um das Testament. Welches? Deins? Ja, was, welches soll ich den Namen nennen von Herrn Huber oder irgendwas? Ne? Testament? Es geht um das Testament, sag doch ja. Du willst sagen, wenn der Notar alle Leute zusammenführt, dann kommen die alle, ja. So. Das ist es nämlich. Es wird nicht mehr lang dauern, dann ist es ja auch. Ja. Nein, das ist es überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber tötet ich denke immer, jetzt kommt noch irgendwas. Ja, warum sagst du dann welches? Warum fragst du das? Weil ich dachte, du findest irgendein schönes jetzt. Weißt du, dass es unter Folter geht, was du da machst? Ja? Hugo, ein Fall für Amnesty. Natürlich. So, Erstöffnung. Soll ich es euch sagen? Ja, ich glaube, ich soll es euch sagen. Die Erstöffnung. Ich habe überhaupt keine Lust mehr dazu. Ja. Wirklich. Wir brechen ab. Ich mache die Erklärung jetzt mal so, dass sie nicht auf den ersten Blick so schockierend wirkt. Ich nehme einen etwas leichteren Fall an. Der kann aber auch etwas schwerer sein. Die Erstöffnung wird bei einem Unfall zum Beispiel von der Feuerwehr vorgenommen, wenn ein Auto so stark beschädigt ist, dass der Verletzte nicht betreut werden kann von einem Arzt.
dann macht die Feuerwehr eine Erstöffnung, die nur dazu da ist, dass der Notarzt vielleicht nur mit einer Hand oder wie auch immer ihn versorgen kann, bevor sie den Verletzten aus dem Auto befreit. Das nennt man Erstöffnung. Das war jetzt das harmlose Beispiel. Das war das harmlose Beispiel. Es gibt ja, naja gut, es gibt ja auch Unfälle, wo es ein bisschen anders aussieht. Aber nehmen wir mal an, es ist soweit alles in Ordnung. Der Mann braucht halt nur kreislaufstabilisierende Sachen. Dann macht die Feuerwehr das. Das ist eine Erstöffnung. Jetzt müssen wir Hand durchpassen. Ja, Hilde aus Köln, 500 Euro für die Erstöffnung. Gratuliere Ihnen. Finger weg. Das ist meiner. Wer will aber zu mir? Die neue Gabor-Kollektion ist da. Sat.1 zeigt's ein. Genial, aber nicht daneben. Zartgemüse in der Trendbox von Bonduelle. Monika Gebeke oder Gebeke, wie auch immer. Monika wohnt in Hilden, sie wird wissen, wie sie heißt. Und möchte Folgendes wissen. Warum hat sich im Hotel Misani in St. Moritz noch nie ein Gast über die Einrichtung der Zimmer beschwert? Weil nichts drin ist. Weil es ein Eishotel ist. Und alles ist nur aus Eis. Nee. Das gibt's nur bei James Bond. Nee, das gibt's in Lappland. Das gibt's in Lappland. Also, ja, in Lappland. Wie warum heißt das? Hat Misani in St. Moritz hat sich noch nie ein Gast über die Einrichtung der Zimmer. Das sind, weil die Misani. Weil nichts drinnen ist, haben wir doch gesagt. Es ist, da kann man sich nicht beschweren. Also, es sind keine leeren Zimmer, das kann ja nicht sein. Doch, da ist nichts drin. Da würde ich mich darüber beschweren, dass keine drin ist. Also. Der Gast darf selber entscheiden, was in das Zimmer reinkommt. Richtig. Ob er seine eigenen Möbel mitbringt oder ob er sagt, bitte kauf mir bei IKEA ein, ich hab Spaß am Puzzeln. Ich lass das mal so gehen. Ja! Es stimmt nicht ganz, aber grundsätzlich ist es beantwortet, die müssen nichts einkaufen, sondern es gibt in diesem Hotel ein großes Lager und der Gast geht beim Einchecken mit einigen Bediensteten in das Lager und sagt sich, geben Sie mir das Bett, den Tisch, den Schrank, die Gardinen. 8 Videorekorder. Ne? Ja. Und was macht der in der Zwischenzeit? Kann sich sein, das geht, das wohnt er bei der Konkurrenz? Nein, das geht ganz schnell. Das ist innerhalb von einer Stunde oder was das fertig. Die richten Ihnen das ganze Zimmer so ein, wie er möchte. Wahrscheinlich werden die natürlich ganz teure Antiquitäten haben, denke ich mir mal. Boah, das wird mir aber auch nicht wirklich gefallen. Wenn ich in ein Hotel einchecke, dann möchte ich auch direkt da sein und nicht noch 3 Stunden warten, bis die Jungs da die Vorhänge aufgezogen haben. Also das Angebot, Zimmer so rein, das Angebot reicht übrigens bis zu Haustieren. Wohnst also, du noch Hamster, oder lebst du schon? Ja, genau. Wie, man kann auch Haustiere mieten? Hamster, alles. Goldfische. Gibt's da keine Waschanlage für die Haustiere? Aber ich finde das ganz schön. Stellen Sie sich vor, jede Nacht können Sie sich dann. Ich ahne die Preise, wir reden von St. Moritz. Ich finde das schrecklich anstrengend. Ist teuer, ist bestimmt sehr teuer. Kann man auch mit dem eigenen Möbelwagen vorfahren? Vielleicht hat es schon mal einer gemacht. Also Karl Lagerfeld vielleicht. Oder so. Aber keine schlechte Idee. Ja, tut mir leid, ist gewusst worden. Marc Schneider wohnt in Gentin, liegt in Sachsen-Anhalt und möchte Folgendes wissen. 1656 ließ der Magdeburger Bürgermeister 16 Pferde in entgegengesetzter Richtung an einer Kupferkugel ziehen. Das wissen wir, das wissen ich auch. Ja. Also, sag du, hast ja schon nein, komm, zwei du, gesagt. Sag du, du bist näher dran. Ja, was? Was denn? Was willst du denn wissen? Ja, die Antwort. Sag du's. Ich hab die Frage nicht gehört. Nee, die Magdeburger heißen. Ja, ja. Ja, Vakuum. Aber ich weiß es. Egal, was du fragst, ich weiß es. Es handelt sich um die Magdeburger Halbkugeln und die wurden durch den äußeren Luftdruck der Atmosphäre zusammengepresst in einem Vakuum und deswegen haben die Pferde die nicht auseinandergekriegt. Das wolltest du doch wissen. Ich brauche doch deine Fragen gar nicht zu kennen. Ich weiß ja die Antwort sowieso. Ja, Sie können klatschen. Wir wollen jetzt überhaupt keine Fragen machen. Ja. Wir machen ab jetzt. Weil das muss man gar nichts mehr hinzufügen. Herbert Feuerstein hat das so gut erklärt. Vakuum, ne? Ja, Vakuum. Zwei Halbkugeln aneinander und die Pferde, 8 rechts, 8 links, haben es nicht auseinander. Herr Balder, seien Sie ruhig, Bastian, nichts. Wir machen jetzt nur einen Stopp. Der Herbert hat eben gesagt, du kannst mich fragen, was du willst. Aber ich weiß es sowieso. Jetzt spezielle Frage nur für Herbert Feuerstein, meine Damen und Herren. Nein. Thomas Werder kommt aus Zürich. Liegt in der Schweiz, haben Sie mir extra draufgeschrieben. Also in der Schweiz. Nicht das bei Herne, ne? Nicht das bei Herne in der Schweiz. Auch Herr Balder, da fahren Sie doch ab und zu hin und besuchen Ihr Nummernkonto. Natürlich. Oder? Thomas Werder möchte wissen, warum ist auf einer Schweizer Biersorte ein Bauer abgebildet, der am Daumen lutscht?
Was Blödes. Also, das interessiert keinen. Ist ja, naja, das ist ja, also am Daumenlutschen ist ja eine orale Ersatzbefriedigung. Die Bullen haben wir aber hinter uns gelassen, Georg. Du meinst eine Sammelstation für Bullen? Jetzt wieder die Bullen haben wir aber hinter uns. Ich hoffe, du meinst das nicht. Nein. Also, eine Schweizer Biersorte auf dem Etikett ist ein Bauer, der am Daumen lutscht. Ja. Warum? Warum? Ja. Nun. Also, es ist ja so, früher hat man ja Alkoholiker benutzt, um Kinder in den Schlaf zu bringen. Hä? Was? Ja, man hat dann Cognac-Läppchen auf die Brust gelegt, damit die den Alkohol atmen und dann müde werden und einschlafen. Ach. Das war ursprünglich das Bild auf dieser Bierflasche. Jetzt ist das natürlich nicht mehr politisch korrekt, Kinder abzufüllen, weil das Wachstum hemmt. Nimm noch einen Schluck von dem Grappa. Und deshalb hat man jetzt Bauern genommen. Ich habe die Frage, glaube ich, noch gar nicht verstanden. Ist da ein Bauer oder ein Brauer? Mal, also warum ist auf einer Schweizer Biersorte ein Bauer abgebildet, der am Daumen lutscht? Ich kann sie gerne noch mal stellen. Ich nehme das mal auf, was er gesagt hat. Das ist eine Form von Kostprobe. Der hat vorher eine Woche lang den Daumen im Bier gehabt und wollte wissen, ob das so lange hält. Ja, also Daumen. er lutscht und kostet damit, kostet ob das Bier in Ordnung ist. Ja, vielleicht anstatt so zu machen, willst du sagen. Ja. Die hatten damals keine Gefäße. Die hatten ja nichts. Nichts in der Schweiz, kein Zeigefinger, kein Mittelfinger, kein Ringfinger. Nur ein Daumen. Ne? Ja. Ich meine, das ist doch eigentlich ein internationales Zeichen für lass uns einen heben. Ja, aber man steckt den nicht rein dabei. Vielleicht ist es ja alkoholfreies Bier. Könnte das sein, dass Ach, und der muss kotzen, hält sich den Mund zu? Oder? Nein, das sollte was Infantiles signalisieren. Das können auch Kinder trinken. Ja, ich glaube nicht, dass das sich im alkoholfreies Bier handelt. Ist das einfach nur eine Charade, um den Namen zu übersetzen? Den Namen dieses Bieres? Ist das einfach ein Nee. Daumenbier, Fingerbier. Jetzt habe ich eine ganz geniale Idee. Es gibt ja die Nagelprobe. Die Nagelprobe? Die Nagelprobe gibt es beim Bier. Okay, gut. Ja, okay, das gibt's nicht, aber vielleicht, das gibt's doch, ne? Ach so. Weiß ich. Soll ich die Polizei rufen? Am Daumen ist ein aber am Daumen ist ein Nagel. Ja, schön. Der Daumen aber du sagst, Nagelprobe gibt's gar nicht beim Bier. Doch, die gibt's wohl. Er behauptet, dass es nicht gibt. Könnt ihr euch einigen? Ich bin nicht entschieden. Wenn du uns jetzt den Gefallen tun würdest, kurz zu erklären, was eine Nagelprobe ist. Für das Bier und für die Beantwortung dieser Frage. Ja, es geht also um den Sender. Ja. Die Nagelprobe, der Nagel kommt von Neige. Und das war beim Einschenken früher der Rest, ob da Neige übrig bleibt. Und wenn man das Bier ausgetrunken hat, dann sollte man, wenn man Ex trinkt, das Ganze leeren. Und wenn unten noch was ist, dann ist es die Neige. Und das ist die Neige oder Nagelprobe. So. Unsere Sendung geht auch langsam zur Neige. Deswegen werde ich euch gleich sagen. Meine Kollegen haben mich gefragt, bitte, natürlich, das hat mit dir nichts zu tun. Das war auch sehr interessant jetzt, Herbert. So, und der hat also da die Nagelprobe gemacht und toll ausgetrunken. Und jetzt hat er den Nagel und stimmt, hat er gesagt. Ich glaube, vielleicht, man steckt doch den Daumen, wenn man sich geschnitten hat. Ist, dass es ein Bauer ist. Ja, Warum ist es ein Bauer? Weil der Bauer, der fühlt, ob die Sense scharf war, indem er so macht. Und dann, aua! Hm? Jetzt was Kühles. Also, ihr Lieben, oder was? Ich glaube, dass es mit Wilhelm Tell zu tun hat. Ihr werdet nicht drauf kommen. Es hat auch nichts mit Wilhelm Tell zu tun. Ich werde es euch sagen. Also, bei dem Bier handelt es sich um die Marke Hanfblüte. Alle in der Schweizer. Hanfblüte. Die seit 1997 von einem Schweizer Bierbrauer hergestellt wird. Und wie der Name schon sagt, wird das Bier unter Verwendung von Blüten der Hanfpflanze gebraut. Oh. Ursprünglich war auf dem Etikett ein Bauer abgebildet, der eine Pfeife rauchte. Habe ich es hier? Hier ist es. Ich gebe es euch gleich rum. Oh Gott, das ist wie ein Bier. Der rauchte eine Pfeife. Aber weil Rauchen unserer Gesundheit schadet, muss es jetzt ein Daumen sein. Und das Schweizer Bundesamt für Gesundheit intervenierte, es sei untragbar, auf eine Bierflasche einen kiffenden Bauern zu zeigen. Daraufhin ließ der Bierbrauer die Pfeife samt Rauch wegretuschieren. Und jetzt sitzt die arme Sau da und lutscht am Daumen. Das ist wirklich wahr. Das ist kein Quatsch.
Und jetzt geben wir erstmal Thomas Werder aus Zürich 500 Euro. Jawohl. Ich möchte ganz gerne, dass ihr auch alle in den Genuss dieser Hanfblüte kommt. Wir haben das mal vorbereitet. Oh, ihr seid lieb und kriegen wir die Flasche zu sehen, prima. Ihr kriegt jetzt jeder so eine Pulle und könnt ihr dann auch mitnehmen. Oh. Serpe, du hilfst mir jetzt gleich beim Austeilen, ja? Wenn man das trinkt, betrunken oder bekifft? Das weiß ich nicht, aber wir können es ausprobieren, meine Damen und Herren. Das war genial daneben.